Mit jedem Pack kommen mehr und mehr Objekte in The Sims 4 hinzu, aber nicht in jeder Kategorie ist immer etwas Neues mit dabei. Es gibt aber einen Trick, wie ihr beinahe unendlich verschiedene Bilder direkt aus dem Spiel platzieren könnt. Mehr dazu jetzt. Jeder Spieler bei den Sims hat einen Modus, in dem er besonders viel unterwegs ist, und für mindestens die Hälfte ist es wohl der Baumodus. Dieser ist ja in The Sims 4 auch echt gut und intuitiv zu bedienen und wird regelmäßig mit den verschiedensten Packs mit neuen Möbeln erweitert. Eines der wichtigsten Dinge hierbei ist definitiv die neue Dekoration, die jede Wohnung ein wenig individueller und persönlicher wirken lässt. Hierzu zählen natürlich auch die Bilder, dessen Scrollbalken nach all der Zeit immer kleiner geworden ist. Manchmal kommt es aber trotzdem vor, dass wir einfach nicht das passende Bild finden, was durch einen recht einfachen Trick umgangen werden kann. Um auf die verschiedensten Gemälde mit unterschiedlichen Motiven und Farben zuzugreifen, müsst ihr erstmal in den Baumodus auf einem Grundstück wechseln und die Galerie öffnen. Wenn ihr hier jetzt in der Suche den Hashtag Paintings eingebt und auf die Zimmer filtert, seht ihr auch schon, was ich meine. Hier sollte für jeden was mit dabei sein. Um diese Bilder nutzen zu können, braucht ihr keinerlei Erweiterungen oder Mods. Die Bilder zählen auch im Spiel nicht als CC. Es gibt ein paar, die perfekt ins gemütliche Kinderzimmer passen. Kitschige sind mit dabei oder auch große Naturbilder lassen sich hier schnell und einfach ins Spiel bringen. Wie wäre es zum Beispiel mit diesen Vintage-Schildern, die thematisch gut in die eigene Küche oder einen selbstgebauten Pub passen? Scrollt einfach mal durch, speichert die schönsten Bilder ab und wenn ihr diese benötigt, könnt ihr diese mitsamt Mauer platzieren und das passende Bild an die richtige Stelle schieben. Zoomt aber nicht zu nah heran, denn die verschiedenen Gemälde sind leider sehr pixelig. Das ist ganz normal und kommt daher, dass ihr diese auch über das Spiel selber erzeugen könnt. Wenn ihr Level 3 der Malenfähigkeit erreicht habt, erhaltet ihr nämlich die Möglichkeit, Bilder nach Vorlage zu malen. Hier könnt ihr zuerst ein Bild aus Sims Perspektive aufnehmen, welches euer Sim dann mit ganz vielen kleinen Pinselstrichen in ein Gemälde verwandelt. Das im Jahr 2015 hinzugefügte Feature wurde dann schnell von den kreativen Bilderstellern umfunktioniert, indem sie angefangen haben, einfach Custom-Content-Bilder abzumalen und sie so in ein für alle herunterladbares Bild zu verwandeln. Falls ihr das nächste Mal eine kahle Wand habt, die nicht ungenutzt bleiben soll, wisst ihr jetzt, wie ihr diese sinnvoll füllen könnt. Und wie findet ihr den kleinen Kniff? Habt ihr diesen bereits bei euch ausprobiert? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.